In reichlich 2 Wochen geht in der Zwickauer Stadthalle wieder die Philharmonic Night über die Bühne. Diesmal ist es die 10. Auflage. Der männliche Solopart dürfte vor allem die Herzen der Frauen höher schlagen lassen. Sein Gesicht prangt auf allen Werbeplakaten. Tom Beck wird die Philharmonic Night mit seinen Songs bereichern. Generalmusikdirektor Stefan Fraß als musikalischer Leiter der Veranstaltung ist damit mal wieder ein Geniestreich gelungen. Wir haben uns überlegt, beim 10. Mal wollen wir mal was ganz Besonderes machen. Wir wollen mal ein wenig die ausgetretenen Pfade verlassen. Und wir hatten im Vorfeld überlegt, man könnte einen Schauspieler einladen und haben auch hin und her telefoniert, wer würde sich da eignen. Und irgendwann ist der Name Tom Beck gefallen. Und dann wusste ich allerdings, dass Tom Beck auch irgendwie mal singend unterwegs war. Aber ich wusste nicht, dass er zum Beispiel regelrecht Gesang studiert hat, mehrere Instrumente spielt, auch schon am Gärtnerplatztheater, sogar am Ensemble gesungen hat, dort im Musical-Bereich tätig war, bevor er als ein wirklicher singender Schauspieler. Er ist ja auch derzeit mit seiner Band sehr erfolgreich auf Deutschland-Tour und er wird an diesem Abend eigene Titel. Er wird also 5 eigene Titel singen und diese 5 eigenen Titel haben wir für großes Orchester von ihm arrangiert. Es wird also eine Weltpremiere sein, dass er seine eigenen Titel mit großen sinfonischen Orchester untermalt singt. Auch für ihn sicher eine sehr spannende Geschichte. Tom Beck, bekannt durch seine rasanten Szenen in Alarm für Cobra 11, passt natürlich perfekt zum Audi-Zentrum Zwickau, das auch in diesem Jahr wieder als Sponsor ganz vorn mit dabei ist. An diesem Engagement ändert sich auch unter dem neuen Geschäftsführer Ronny Stierand nichts, der die Nachfolge von Christian Schmidt angetreten hat. Was sich bewährt hat und gut ist, sollte man auch weiterführen. Steht nicht zur Agenda, dass wir das jetzt beenden werden, sondern ich habe mit Herrn Schmidt zusammen die Vereinbarung getroffen, dass wir Kontinuität auch in unserer Übergabe machen und das gemeinsam fortführen, was hier erfolgreich in den vergangenen Jahren auch aufgebaut wurde. Wir machen einfach bloß einen Generationswechsel, wie das so im Leben üblich ist. Das versuchen wir mit Ruhe und Bedacht hinzubekommen. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben jetzt die ersten 4 Wochen hinter uns und sind der festen Überzeugung, dass uns das auch gelingen wird mit allem Engagement rundherum. Neben der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach stehen auch die Chöre des Clara-Wieck-Gymnasiums unter der musikalischen Leitung von Uwe Moratzky auf der Bühne. Ein Spektakel, das man einfach live erleben muss. Und es ist auch eine Veranstaltung, die man nur live erleben kann. Auch wenn immer wieder danach gefragt wird, eine DVD der Philharmonic Night für den Musikgenuss zu Hause wird es nicht geben. Eine DVD von so einer Veranstaltung zu pressen, bedarf nicht nur die Zustimmung jedes einzelnen Künstlers. Und bei dieses Mal 250 Mitwirkenden ist das also ein sehr schwieriges Unterfangen. Sondern wir zeigen ja auch Filmausschnitte und da bedürfte es wieder einer speziellen Lizenz, um so etwas erneut zu pressen. Also insofern ist es für mich gar nicht so wichtig, davon eine DVD zu erstellen. Für mich ist es eigentlich viel wichtiger, dass die Leute kommen und dieses Spontanerlebnis des Abends mitnehmen. Und ich glaube, der Kartenvorverkauf und der Kartenverkauf, es sind ja nur noch wenige Restkarten verfügbar, zeigt auch, dass die Leute das, denke ich, ganz gut annehmen. Die eingefleischten Philharmonic-Fans haben ihre Karten ohnehin schon seit Monaten zu Hause liegen. Beim Veranstalter Graus-Event kehrt deshalb aber noch lange keine Ruhe ein, denn der Vorverkauf für 2015 hat schon begonnen. Nur als kleiner Tipp für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen. Aber jetzt steigt erstmal die Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung. Die 10. Philharmonic Night mit Tom Beck als Gesangssolist. Tja, so schnell kann's gehen. Gerade eben hat Generalmusikdirektor Stefan Fraß im Filmbericht noch gesagt, es gibt wenige Restkarten. Und gerade eben kommt eine E-Mail herein von Kraus Event, von dem Veranstalter der Philharmonic Night. Die Betreffzeile sagt alles. Philharmonic Night 2014 restlos ausverkauft. Jetzt können Sie nur noch auf Rückläuferkarten hoffen, aber die gehen auch erfahrungsgemäß weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.